Im Folgenden befasse ich mich kurz mit der Break-Even-Analyse, der Gewinnschwelle und dem Begriff des Deckungsbeitrages. Ziel der Break-Even-Analyse ist die Bestimmung der Absatz- bzw. Produktionsmenge, bei der ein Betrieb, ein Bereich, eine Produktgruppe die Gewinnzone erreicht. Die Break-Even-Analyse ist insofern ein Instrument zur Erfolgsplanung und Kontrolle eines Unternehmens oder einzelner Bereiche. Anwendung der Break-Even-Analyse sind Preisgestaltung, Produktgruppen- und Sortimentsauswahl, Kapazitätsplanung und im Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen. Fragestellungen der Break-Even-Analyse sind, welche Folgen haben Mengen- und Absatzänderungen auf den Erfolg des Unternehmens und einzelner Bereiche, ab welcher Menge wird Vollkostendeckung erreicht oder eben Verlust erzielt, und auch Fragen zur Make-or-Buy-Frage, also soll ich etwas selbst fertigen oder soll ich es fremd vergeben, werden hier beantwortet. Hier haben wir zunächst mal unsere Wertachse hier auf der Ordinate und auf der Abszisse die Mengenachse, wie wir das gewöhnt sind. Also Erlöse, Kosten und Preise. Und dann haben wir hier unsere Erlösfunktion, die beginnt im Ursprung und steigt mit dem Faktor P, mit dem Preis. So, und dann haben wir die Kostenfunktion in der gewohnten Form, die setzt auf bei den Fixkosten K-Index F. Ja, und der Schnittpunkt ist hier der interessante Punkt, also dort, wo Kosten und Erlöse identisch sind, dort liegt nämlich gerade der sogenannte Break-Even-Point. Also das hier ist der Break-Even-Punkt und dann haben wir hier unten die Break-Even-Menge. Ja, ich denke mal, diese Zusammenhänge werden wohl doch bekannt sein. Gewinn gleich Erlöse minus Kosten. Das schreiben wir nochmal ein bisschen formal und dann kann man das Ganze hier noch ein bisschen anders aufstellen, diese Gleichung. Und hier habe ich dann mal x herausgeklammert aus diesem Term und dann bleibt in der Klammer stehen p minus klein kv. Und das nennen wir dann auch Deckungsbeitrag. Und das ist eigentlich der Punkt, der ja schon auf das nächste Video abzielt, dass dieser Begriff hier an der Stelle schon mal eingeführt ist. So, minus K fix gleich 0. Hier haben wir dann die Gewinn gleich 0 Bedingung, also die Gewinnschwellenbedingung. Und dann lösen wir das Ganze hier nach x auf und schreiben das K fix auf die rechte Seite rüber. Und dann steht hier x Stern gleich K-Fix durch den Deckungsbeitrag, durch P minus klein kv. Das ist genau das, was wir dann auch in weiteren Teilkostenrechnungsbetrachtungen brauchen, diesen Begriff des Deckungsbeitrages. Und das haben wir dann jetzt hier schon mal mit erfasst. Ja, dann ist noch interessant der Bereich, eben der hier rechts des Punktes liegt. Das ist also der Bereich, in dem hier Gewinn erzielt wird, der immer größer natürlich wird, nach oben hin, und dann haben wir auf der linken Seite hier unten links dieses Punktes dann entsprechend den Verlust. Ja, das war's auch schon und dann können wir das Thema hier abschließen.